Ich heiße Michael Skerwinek, komme von Erlinsbach und arbeite hier in der ARIHA in Schinznach. Mein Name ist Samantha Affentranger. Ich arbeite im Personalrestaurant Ahrenblick in der Betznau. Ich bin 33 Jahre alt, mache die Ausbildung als Koch und ich gehe nach Stuttgart. Also ich bin ausgewählt gekommen, ich bekomme die Chance, um 5 Wochen ins Ausland ein Praktikum zu machen. In allen Garbereich zum guten Koch. Und ich freue mich riesig drauf. Mein Name ist Samuel Zünni, ich bin 25 Jahre alt. Ich lebe hier in Bruck. In Basel habe ich gelebt bis zum 13. Lebensjahr. Dann sind meine Eltern und ich nach England gezogen, habe dann eine Anlehre als Koch dort gemacht und noch 4 Jahre gearbeitet. Dann kam ich wieder zurück zur Schweiz und jetzt mache ich in der Schweiz meine Lehre als Koch in der Schweizer Armee, in der Kaserne Bruck. Mein Name ist Céline Heberli. Ich arbeite hier im Sterne als Restaurationsfachfrau im 2. Lehrjahr und bin 18. Und gehe im Sommer für 5 Wochen nach Luxemburg arbeiten. Mein Name ist Claude Bürgel, ich bin 18, Ende 2. Jahr auf dem Waffenplatz Bremgarten. Ja, ich freue mich sehr, ich bin gespannt auf ein Erlebnis und erwarte auch natürlich viel von dieser Stage. Es wird sicher ein tolles Erlebnis. Mein Name ist Lisa Rey und ich bin 19 und arbeite hier in der Linde in Fieslisbach. Das ist ein Landgasthof und ein à la carte Betrieb. Und da komme ich jetzt ins 3. Lehrjahr. Also da ist noch so ein bisschen der Servicebereich, wo alles Essen geschickt wird nachher und so. Im Sommer darf ich für 6 Wochen auf Hongkong ins Disneyland arbeiten und dort bei Rudi Müller, also in einem Schweizer Koch, mal ein bisschen meine Eindrücke sammeln. Also ich glaube, es wird nicht sehr viel Fettiges geben. Und viel mehr Gemüse wird wahrscheinlich geschafft und eben Kräutli und ja. Spezielle Gewürze natürlich. Was würden wir gegessen? Das ist ein wunderbarer Gewürzmarkt. Kein Jungpfeffer. Ja, in dem Fall würde ich das sicher mitbringen, ja. Ja, so wie es bis jetzt übergekommen ist, ist der Lehrling dort wirklich noch tiefer gesetzt. Darum habe ich schon ein bisschen Respekt davor, wie das dann wirklich wird sein. Nicht, dass ich nachher nur umgeschickt werde und wirklich eigentlich nichts wert bin für die. Ich bin selber in Ausland gewohnt, aber nach der Lehre. Oder? Aber ich finde das eine super Idee. Super Idee. Also, unser Beruf lebt von Idee und Kreation. Und das ist natürlich eine Quelle von Kreation in Ausland. Das ist super. Ich bin auch von Australien, nachher von Amerika und so weiter. Bin nachher in der Klinik gelandet. Und jeder Stift oder so hat heute natürlich die gewaltigen Möglichkeiten. Ein Schweizer ist immer noch gefragt, also da kannst du hundertprozentig sicher sein. In der Schweiz mit ihrer Pünktlichkeit und ihrem Ding, was du auch hast, also finde ich das sensationell. Das war ja ein Projekt, das wurde vom Herrn Werner Schumacher ursprünglich begonnen, zusammen mit dem Herrn Rudolf Sigist. Und die haben entschieden, ja, jedes Jahr haben wir weniger und weniger Köche und auch Personen im Service und die wollten das irgendwie ändern. Und da kamen sie mit dieser Idee, dass sie diese Stage machen, diese Praktikum. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich einer dieser gewesen bin, der jetzt nach Hongkong gehen darf. In Hongkong, die haben sofort zugesagt, die europäischen Destinationen. Auch USA wäre das Thema gewesen, da ist jetzt einfach das Problem mit dem Visum und so weiter. Aber, also das ist sicher eine gute Sache, was wir hier machen könnten und das vielleicht auch beibehalten. Und dass man auch für junge Leute schicken können, die ihnen eine Lebenserfahrung gibt, wo sie dann auch weiterverzählen können. Oder wenn Eltern das lesen in den Medien oder so, dass sie dann auch sehen, aha, also als Koch kann man doch noch etwas mehr erreichen, als nur einfach in der Küche und in der Schweiz. Oder? Ich habe gesagt,
So wie ich die Situation sehe, das Wichtigste haben wir, das ist ein Arbeitsplatz. Wir haben Leute, die dahinter stehen, auch ein Verband, wir haben Leute, wir haben eine Berufsfachschule hier. Was mich aber auch irgendwie glücklich gestimmt hat, ist, dass wir sofort Lehrmeister gefunden haben, die gesagt haben, wir machen mit bei dieser ganzen Aktion. Das ist wichtig. Es hat eine Zeit gegeben, in den 80er Jahren, da hast du praktisch keine Chance gehabt, dass du irgendwie eine Arbeitsbewilligung bekommst. Und ich kann das heute sagen, es ist verjährt. Da musste ich schwarz arbeiten an vielen Orten. Wenn man dann geschrieben von den Malediven, dann würde einer sogar 3 bis 4 Monate nehmen und noch zahlen. Oder? Und dann müssen wir noch die Salatsauce dazu machen. Und dann ist der auch fertig. Man weiß nicht so recht, was auf einen zukommt. Also man kann es eigentlich fast nicht vorbereiten oder planen. Man muss halt einfach schauen, was kommt. Und das ist sicher etwas, von dem man etwas Bangel hat, sage ich jetzt einmal. Aber es ist grundsätzlich, freue ich mich einfach und schaue einfach, was auf mich zukommt. Highlight war absolut, dass ich mit dem Chef zusammenarbeiten kann. Neue Erfahrungen sammeln durch ihn, weil er hat sehr vieles erlebt und sehr viel schon gemacht, was Kochen anbelangt. Vor allem die Aromen und die Konsistenz, die Vielfalt, die er auf den Teller bringt, das ist echt sehr faszinierend, was ich eigentlich so nicht kenne von den Kasernen aus in der Schweiz. Und auch eben die Vielfalt, die auf den Teller gebracht wird, das sehen wir auch bei uns, sind so wahnsinnig. Und auch das ganze Anrichten und die Kreativität und so, was da halt enorm wichtig ist für die Hotelgäste, die sehr häufig Ansprüche haben zum Teil, wo wir halt in der Schweiz, also in der Kaserne nicht so unbedingt haben. Das Feuer fürs Kochen eigentlich wird immer mehr entfacht. Ich merke es jeden Tag eigentlich, dass eigentlich, also ich fühle mich wirklich bestätigt als im Beruf und freue mich, dann endlich mal die Lehre abgeschlossen zu haben und noch aus der Welt zu gehen und profitieren zu können. Immer wieder neue Produkte, neue Situationen, neue Zusammenhänge hat. Und deswegen ist Kochen wie in einem Theaterstück ein bisschen Premiere jeden Tag. Das soll aber positiv verstanden werden. Das bringt Abwechslung, das bringt Spannung in den Beruf. Und ich glaube, das macht diesen Beruf auch wiederum wertvoll, weil man kreativ arbeiten kann. Ja. Gell? Man hat nicht ein Schema, man ist nicht gebunden an irgendein Klischee, sondern man hat die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten und an sich mit dem, was man macht, zu wachsen. Ja. Fast tagtäglich. Für uns ist sicherlich auch wichtig, dass die Mitarbeiter auch das Haus kennenlernen. Somit werden wir ihm sicherlich das Haus zeigen, ein bisschen die Bereiche, welche Möglichkeiten er auch hat. Wenn er hier arbeitet, kann er auch mal biken oder im Fitnessraum gehen. Also es gibt eben viele Möglichkeiten für Mitarbeiter und die werden wir ihm sicherlich präsentieren. Und alles läuft eigentlich ganz gut. Wir sind ja ein junges Haus, also Durchschnittsalter von unserem Haus hier ist 27 Jahre. Deshalb, ich denke, es ist der ideale Arbeitsort für Junge. Und man fühlt auch, dass das Team sehr gut immer zusammenarbeitet. Und jeder Neue wird gut aufgenommen, ob es ein Italiener ist, ein Schweizer oder alle Nationalitäten werden aufgenommen. Und Hauptsache, man bemüht sich. Ich finde, das ist eine gute Idee. Das ist auch wichtig, dem Beruf eine gewisse Wertigkeit wiederzugeben
und einen Einblick zu gewähren, was unser Alltag ist. Ja, ich habe auch an gewisse Projekte teilgenommen und ich denke, dass die Förderung ein wesentlicher Bestandteil ist, um unseren Job weiterhin zu gewährleisten. Das, nur mit Alltagsarbeit ist es auch manchmal schwierig, Leute zu begeistern und durch Wettbewerbe oder solche Projekte, wie ihr jetzt da macht, das gibt Motivation und das ist ein großer Pluspunkt. Wir sind ja darauf auch angewiesen, dass junge Köche Interesse haben und zu uns kommen wollen. Und wir bieten ja Strukturen an und Systeme an, die sehr anspruchsvoll sind, aber auch sehr interessant zum Lernen. Und ich denke, wir brauchen manchmal auch Vermittler, die uns gute Leute oder insgesamt motivierte Leute auch empfehlen können. Hammer. Es war Hammer. Und ich habe, was ich gemerkt habe, also Kochen ist immer noch die Leidenschaft. Und das ist nicht einmal eine Berufung, das ist ein Lifestyle, man fühlt das. Am Anfang, also die erste Zeit, bin ich an meine Grenzen gestossen, körperlich und psychisch. Also ich habe wirklich gedacht, das schaffst du nicht, jetzt bist du falsch. Aber mit der Zeit, man wird ein Teil des Teams, man tut mit der ganzen Umgebung so quasi wie verschmelzen, man ist auf das Mal. Eben Teil des Teams und es ist einfach das Feeling in einer Küche während einer Stosszeit im à la carte Bereich, das muss man mal spüren. Zuerst hatte ich zwar ein bisschen Bange, weil es ist halt Disneyland, da denkt man nicht gerade an hohe Küche oder eben fliegt um die ganze Welt, nur um Pommes zu machen oder so. Aber es war wirklich noch eindrücklich, ich hatte so à la carte Küchen, die wunderschöne Teller geschickt haben und auch höchste Niveau hatten. Die kulturelle Vorbereitung hat mega geholfen, weil es ist halt wirklich eine sehr andere Kultur und das nicht nur in der Küche. Auch wie die Leute leben, schon nur beim Essen ist es schon ganz anders. Bestellt nicht jeder sein eigenes Gericht, sondern wirklich wird alles auf den Tisch gestellt und dann isst jeder vor allem. Aber erstaunlicherweise haben des Öfteren auch Asiaten am Tisch genossen oder ihre Nase geputzt. Also das war nicht so verbreitet gewesen. Und ich hoffe, es hat auch Zukunft, weil es bringt junge Berufsleute weiter. Sie spüren sich mehr, sie wissen, finden sogar den Platz zu das. Sie merken nach 2 Jahren lernen, hey, es geht. Oder zumal in einer Küche sein, es geht ja, ich kann es. Durchaus ja, also wenn die Möglichkeit besteht, hätte ich unbedingt mal ins Ausland gehen, weil es ist halt, man lernt sehr viel und es ist eine völlig andere Welt. Und die Kochtechnik ist alles völlig anders. Also es erweitert den Horizont. Also, jetzt ist die erste Woche vergangen, hier im Grand Hyatt in Hongkong. Und in den ersten 2 Tagen hatte ich mal einen Einführungskurs gehabt. Da ging es einfach um die Philosophie von Hyatt, von der ganzen Küche, wie das aufgebaut ist. Und auch Hygiene, Sicherheit etc. Dann am 3. Tag, also am Mittwoch, hat mich dann der Marco Mehr zu sich genommen. Er ist jetzt mein Mentor und er hat mich durch die verschiedenen Outlets durchgeführt und gezeigt. Also mit Outlets meine ich die verschiedenen Restaurants. Es sind ja insgesamt ungefähr 12 Stück mit der Bankettküche. Und auch die Bankettküche ist auf 2 Teilen aufgeteilt. Wir hatten eine asiatische, also kantonesische und eine western.